Hallo und herzlich willkommen zu dieser Fahrradtour, die wir an der Ruhr gemacht haben. Noch ein Hinweis eingeblendet, wie ihr seht, in eigener Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo oder einen Daumen hoch da. Ja, Start und Ziel in Essen-Kupferdreh. Von dort ging es los. Entsprechend der Ruhr entlang, roundabout 27 Kilometer, davon natürlich auch ein Stückchen am wunderschönen Waldeneysee. Und weiter ging es auf dem RS1, circa 5 Kilometer. Ihr wisst ja, das ist der schnelle Ruhrradweg, der neue. Dann weitere 8 Kilometer auf dem Gruger Radweg. Und dann das letzte Stück von 7 Kilometer wieder entlang an der Ruhr, südlich von Essen-Steele. Wieder zum Ausgangspunkt. Und nun geht es auch schon los im Video. Wie gesagt, in Essen-Kupferdreh. Ich habe jetzt mal auf die Zeitrafferfunktion verzichtet. Auf Anregungen von euren Kommentaren. Aber ganz geht das leider nicht, sonst wären die Videos zu lang. Und ihr wisst ja, es handelt sich um 360-Grad-Videos. Ihr könnt euch in Ruhe in allen Richtungen umschauen oder mit der VR-Brille aufsetzen. Und oder mit dem Tablet. Übrigens, mit dem Tablet ist es auch ganz geckig. So, jetzt werde ich allerdings wieder ein bisschen umschalten auf Zeitraffer, weil dieses Stückchen ist hier jetzt nicht ganz so interessant. Ihr könnt aber recht sehen, dass dort die Ruhr ist. Ja, jetzt ist hier wieder in nicht ganz so schnellem Zeitraffer-Modus. Ja, wir sind jetzt hier auf der Brücke über die Ruhr. Mir kam das so ein bisschen vor wie die berühmt-berüchtigte Brücke über den Quai. Deswegen habe ich hier mal ein Bild und Foto bzw. von der Brücke über den Quai eingeblendet. Ja, das deswegen, weil auf der Brücke über den Quai ist auch so viel los wie hier gerade zu Corona-Zeiten. Und das ist auch nicht wirklich schön. Man kann hier zeitweilig oder öfters gar nicht den Abstand einhalten. Ist natürlich schade, dass die Leute nicht nur die Buchten hier nutzen, um die schöne Aussicht auf den See zu nutzen, sondern auch am Geländer hier rechts und links teilweise stehen bleiben. Ja, hier rechts werden wir wieder zurückkommen. Deswegen hatte ich es gerade mal noch ein Stückchen langsamer laufen lassen. Also rechts hinter der Brücke werden wir am Schluss auf unserem Rundkurs wieder zurück eintreffen. Gut, nun geht es hier erstmal schnurstracks in Richtung Westen, immer am See entlang. Zur Linken, da haben wir ein Vogelschutzgebiet. Das ist der Haisinger Bogen, nennt sich das. Ich bin da leider zu Fuß noch nicht hergegangen. Also wenn ihr da zu Fuß lang geht oder das Fahrrad schiebt, natürlich kann man da auch lang fahren, aber es ist speziell als Fußweg ausgewiesen, dann sollte man das auch als Radfahrer akzeptieren. Wir sind ja auch nicht so wirklich erfreut darüber, wenn die Leute hier auf dem oder beziehungsweise ganz speziell auf ausgewiesenen Radwegen zu Fuß langlaufen. Finden wir ja auch nicht ganz so toll. Okay. Ja, hier links seht ihr auch noch einen schönen Parkplatz. Ach ja, zum Parkplatz wollte ich auch noch übrigens etwas sagen in Essen-Kupferdreh. Wir haben da also in der Nähe von dem Bahnhof geparkt, der auch... Ja, da schnatter ich mal wieder ein bisschen in Zeitraffer dazwischen. Ja, wie gesagt, man kann das Ganze dann natürlich auch gut mit der S-Bahn erreichen.
Ich müsste dann noch mal nachgucken, welche S-Bahn-Linie das ist. Ah, ich sehe gerade, das ist die S9. Die fährt von Wuppertal bis, ich weiß nicht, Hamm oder so, keine Ahnung. Und der RE49 fahren da auch lang. Also damit könnt ihr auch anreisen und seid dann auch im Grunde genommen direkt in der Nähe von dem Parkplatz, von dem wir ausgestattet sind. Übrigens ist das ganz in der Nähe von der Hespertalbahn. Die macht da auch Museumsfahrbetrieb. An bestimmten Tagen müsstet ihr nachschauen im Internet. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Die Hespertalbahn. Einfach mal googeln und dann, wer Lust hat oder Zeit hat bei einem Ausflug mit dem Fahrrad, ich glaube, die nehmen auch die Fahrräder mit. Dürfte auch kein Problem sein. Die haben meistens immer so einen Gepäckanhänger. Oder besser vorher mal fragen. Und dann könnt ihr von dort aus, wo die Brücke beginnt, da ist auch ein Bahnhof, der Startbahnhof von der Hespertalbahn. Und dann könnt ihr von dort aus bis zum Haus Scheppen fahren. Da gibt es, glaube ich, dann auch eine kleine Gastronomie. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau. Ja, da nennt sich Adrian Trinkhalle. Ja, klingt ja nicht gerade sehr toll. Nun denn, wie auch immer, ihr werdet sicher selber herausfinden wollen. Und ja, mal schauen. Wir, wie gesagt, radeln hier weiter am Nordufer des Baldeneysees entlang. Und ihr seht schon, wie gesagt, hier ist nicht viel Verkehr. Obwohl hier, wie gesagt, Teilstücke sind, die durchaus für den Autoverkehr freigegeben sind. Ja, wegen den verschiedenen Vereinen, Kanu und andere Sportarten etc. CC und so weiter. Ja, hier habe ich mal das Video wieder ein bisschen langsamer laufen lassen, damit ihr... Ihr wisst ja, 360-Grad-Kamera, ihr könnt drüber schwenken nach links. Hier mal ein bisschen weniger Baumbestand bzw. Buschbestand, dass man auch mal die Möglichkeit hat, hier wunderbar auf den Baldeneysee blicken zu können. Ja, die Sache ist ja die, bei Corona-Zeiten will man ja nicht unbedingt viel verreisen. Ist ja alles ein bisschen unsicher. Viele bleiben im Land. Und Nordrhein-Westfalen ist nichtsdestotrotz auch das Ruhrgebiet mittlerweile sehr schön geworden. Es gibt sehr viele tolle alte Bahnen oder ehemalige Bahntrassen. Es gibt ja sehr viele Nebenstrecken, die für die Güterversorgung erstellt oder angefertigt wurden. Diese sind auch zum großen Teil viele stillgelegt worden, natürlich wegen den Zechen, die ebenfalls natürlich stillgelegt worden sind, beziehungsweise die wurden zuerst stillgelegt, dann natürlich auch die Strecken, die Bahnstrecken, die dorthin führten, um die Kohle abzufahren und weitere Dinge, Material etc. pp. Transportieren zu können. Ja, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir das hier gerade auch wieder so anschaue in Ruhe, das ist ja das Schöne an der Tour, dass man das eben auch selber für sich mal wieder noch nachträglich anschauen kann. Ja, das ist, wie gesagt, ich habe es jetzt hier auch mal den Zeitraffer nicht so schnell laufen lassen. Jetzt geht es mal wieder ein Stückchen schneller, sehr viel Grün, grüne Hölle. Aber wenn ich mir das dann links so anschaue, muss ich ja wirklich sagen, wozu will man dann noch in den Süden fahren? Ja gut, das Problem ist natürlich bei uns hier im Norden das Wetter. Aber mal anders gesagt, dank der Klimaerwärmung, haben wir ja immer mehr schöne sonnige Tage und teilweise ja auch, wie ihr alle wisst, Temperaturen, die schon mal bis knapp an die oder um die 40 Grad waren. Also ich brauche solche hohen Temperaturen nicht.
Also, wozu soll ich dann in den Süden fahren? Ja, gut, Land und Leute, aber wie gesagt, Deutschland ist schön. Es gibt hier ganz tolle Dinge zu entdecken. Tolle, ganz tolle Radwege. Und wie ich finde persönlich, sicher, wie gesagt, nochmal eines mit der schönsten Teilstücke hier an der Ruhr entlang. Ja, wie gesagt, vom Hengsteisee bis zur Mündung in den Rhein. Eines der schönsten Ruhrradwegabschnitte, die ich kenne. Ich bin zwar noch nicht durchgehend geradelt, habe ich glaube ich schon mal gesagt, 80 Kilometer, aber ich finde es eines der schönsten. Ich kenne ja viele Teilstücke davon, ne? Und von daher kann ich nur sagen, sehr schön. Vor allen Dingen auch sehr viel Grün, sehr viel Ruhe. Und von daher, also würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Gut, wie das dann von der Quelle aussieht, bei Winterberg bis runter über Arnsberg, Fröndenberg und dann bis zum Hengsteisee. Das Stück kenne ich noch nicht, werde ich mir aber wahrscheinlich auch mal zu Gemüte führen per Rad und mal schauen, was es da alles so zu entdecken und zu sehen gibt. Ja, wie gesagt, wir radeln hier weiter schnurstracks Richtung Westen quasi. Immer noch am Baldeneysee entlang. Und wir wollen dann in Essenwerden eine kleine Pause einlegen. So zumindest war der Plan, weil dort gibt es eine tolle Eisdiele. Tja, was gibt es noch zur Tour zu sagen? Die Strecke ist roundabout 48 Kilometer lang. Hatte ich, glaube ich, am Anfang schon eingeblendet. Der höchste Punkt ist 116 Meter und den erreichen wir in Essen am Gruger Park. Und der niedrigste Punkt, der ist bei 37 Metern über NN und der liegt so bei Mülheim an der Ruhr. Tja, das macht natürlich auch Sinn, weil wie gesagt die Ruhr natürlich da fast nicht mehr weit hat, bis sie in den Rhein fließt. Tja, was gibt es noch zu sagen? Ja, wir haben wie gesagt einige kleine Besonderheiten, aber das habt ihr ja schon am Anfang gehört. Einmal die Hespertalbahn. Wer denn mag, kann mit der natürlich eine kleine Tour machen. Ist übrigens auch familiengerecht. Dann gibt es. Ja, hier ist übrigens eine Möglichkeit, über die Schleuse, über das Wehr zu gelangen. Und von da aus kommt man dann auch nach Essenwerden rein, durch die Altstadt, die übrigens auch ganz nett ist. Ja, leider sind mir unsere Pedelecs zu schwer. Die wiegen ganz ordentlich und leider ist da keine Rampe, wo man hochfahren kann, weil eigentlich ist der Weg jetzt auf der anderen Seite, Uferseite, eigentlich schöner. Ja, ihr hört ja hier im Hintergrund, deswegen habe ich ja immer mal ein bisschen den O-Ton an, wenn auch im Zeitraffer, aber ihr kriegt es ja mit. Die Straße naht, ne? Das ist eine stärker befahrene Straße von Werden nach Essen rein zum Zentrum. Ja, ich würde diese Seite eigentlich ganz gerne meiden und auf der anderen Seite weiter radeln. Aber wie gesagt, der Überweg über dieses Wehr rüber auf die andere Seite und da weiter radeln, dann in Ruhe. Sind nämlich nur Nebenstraßen. Ja, geht leider nicht.
Zumindest für uns nicht. Wie gesagt, die sind zu schwer. Ja, jetzt habe ich hier mal ein bisschen stärker beschleunigt die Zeitrafferfunktion. Hier sind wir jetzt auch gleich bei der tollen Eisdiele. Die machen übrigens ein ganz tolles Eis. Oh, da muss aber lange stehen. Tja, ihr habt mitbekommen, das haben wir dann gelassen. Eine halbe Stunde warten. Im Leben nicht. Ja, das war mal mein Originalton dazu. Da habe ich dann bei der netten Wärme drauf verzichtet, mich da eine halbe Stunde anzustellen. Muss man nicht, ne? Aber gut, das ist eigentlich auch schon vor Corona-Zeiten so gewesen, ne? Also von daher, wir kennen das. Aber gut, bei Nicht-Corona-Zeiten ging es ein bisschen schneller, weil dann doch mehrere Leute gleichzeitig bedient werden konnten. Ich nehme mal an, wegen Corona geht das natürlich nicht. Ja, also wie gesagt, es lohnt sich durchaus, sich Essen werden anzuschauen. Wir kennen das ja schon. Denn man darf nicht vergessen, Werden ist heute ein Stadtteil im Süden der Stadt Essen. Als ehemalige selbstständige Abteistadt besitzt Werden bis heute eine historische Altstadt und viele Baudenkmäler. Den Stadtteil prägen lockere Wohnbebauungen mit Handel und Gewerbe sowie Gebiete zur Naherholung im Ruhrtal. Historisch befand sich Werden zusammen mit Kettwig und Mülheim an der Ruhr an der Nordgrenze des Bergischen Landes. Tja, schade, dass sich das im Grunde genommen die Stadt Essen ist wahrscheinlich bei der Städtereform, irgendwann waren die ja mal in, schlag mich tot, den so und so Jahren eingemeindet worden. Ja, so kann es halt gehen, ne? Ja, jetzt habe ich auch mal wieder ein bisschen langsamer laufen lassen, weil der Blick frei ist nach links auf die Ruhr. Ihr seht ja, ne, im Hintergrund geht es denn auch wieder bergauf. Auch eigentlich nach Essen hin geht es bergauf. Ja, das Essen, so die Südstadt, die liegt, also zumindest dieser Gruger Bereich und ein Stückchen vorher dort, wo die Villa Hügel ist, die natürlich auch unter Umständen interessant sein könnte und sehenswert. Aber da müsst ihr wirklich den Berg hochradeln. Und ja, ich weiß nicht. Ist nicht mein Ding. Ich habe mir Villa Hügel noch nicht persönlich angeschaut. Hab's aber schon im Fernsehen gesehen. Also man kann da rein und besichtigen. Ist ja heute quasi eine Stiftung und von daher zugänglich. Wie die Öffnungszeiten da sind, müsst ihr euch selber ergoogeln, wie man so schön sagt. Aber ich denke, das dürfte ja kein Problem sein. Ja, ich hoffe, ihr genießt hier so ein bisschen das Panorama nach links auf die Ruhr. Man sieht ja, der Radweg ist nicht besonders viel höher. Man darf ja auch nicht vergessen, die Ruhr war immer ein bisschen problematisch von der Schiffbarkeit her. Und man hat das später, wie gesagt, mit den Schleusen erst ja, besser in den Griff bekommen, dass man die Ruhr eben auch ja, besser nutzbar machen konnte, damit man dort Schiffe fahren lassen konnte. Was natürlich im Zeitalter der Kohle eine wichtige strategische Geschichte war, um darauf dann auch die Kohle transportieren zu können. Ich denke mal, das ist mein persönlicher historischer Eindruck oder da, wo ich den Zusammenhang drin sehe, dass dadurch natürlich auch der große Binnenseehafen entstanden ist in Duisburg. War ja mal der größte Binnenseehafen Europas, zumindest habe ich, glaube ich, so in Erinnerung. Ob es heute noch ist, kann ich nicht sagen. Übrigens habe ich letztens noch im Fernsehen gehört, man will da wieder ein bisschen was ausbauen.
Aber gut, ja, wir radeln jetzt hier immer weiter, sehr dicht am Ufer, was ich persönlich besonders schön finde. Was ich nicht so schön finde, ich habe mir wie gesagt auch schon mal überlegt, von Winterberg bis nach zum Hengsteisee See über Frontenberg, Arnsberg etc. zu radeln. Aber ja, ich habe mir den Ruhrtalradweg in Komoot dann mal angeschaut, wie der so verläuft. Und ich muss euch wirklich sagen, ich stehe da nicht so drauf. Ne? Der Weg geht immer ein bisschen abseits vom Ufer oder vom Fluss entlang. Und naja, also mein Ding sind eher hier solche tollen Flussuferradwege, die wirklich auch in Blickweite des Flusses sind. Ja gut, natürlich so ein Bächlein. Das ist schon klar, ne? Das ist natürlich nicht wichtig genug. Diese Uferwege wie hier an der Ruhr, die direkt hier am Ufer sind, die sind natürlich auch von daher entstanden, weil früher natürlich die Schiffe mit Leinen am Ufer flussaufwärts gezogen wurden. Das darf man natürlich nicht vergessen, das ist klar. Ne? Sonst gäbe es diese direkt am Ufer befindlichen Uferwege natürlich auch nicht. Das leuchtet mir schon ein. Und deswegen sind die nicht schiffbaren oberen Flusswege, Flussabschnitte natürlich nicht, verlaufen die Uferwege natürlich nicht direkt am Ufer. Von daher ergibt sich da schon der Zusammenhang. Okay, aber nichtsdestotrotz, ihr seht ja, es ist wunderschön. Das sind die alten ehemaligen Leinpfade, wo am Ufer dann eben die Schiffe gezogen wurden, mittels Pferde, bevor es dann später die Dampfschifffahrt gab. Ne, und von daher war ja dann relativ schnell auch schon Schluss mit dem Pferdebetrieb, wo die Schiffe dann per Seil flussaufwärts gezogen wurden. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier nicht mehr weit vor Essen-Kettwig. Dort haben wir dann mal wieder einen weiteren Zwischenstopp eingeplant. Dort gibt es nämlich auch ein paar tolle Eiskaufmöglichkeiten. Da wir ja in Essen werden jetzt nicht gerade Glück hatten, werden wir es dort nochmal versuchen. Ja, ist wie gesagt zu Corona-Zeiten alles ein bisschen schwierig. Und ihr seht auch, ne, ich meine, die Wege hier sind jetzt auch nicht so super breit, dass man hier 1,5 Meter zwischen Fahrrädern Abstand halten kann. Und zwischendurch laufen ja auch immer noch diverse Fußgänger rum. Und ja gut, das gehört natürlich alles zusammen und ist auch okay, wenn wir nicht gerade Corona hätten und auf den Abstand achten sollen. Was ich so ein bisschen bemängel, ist das Verhalten auch von manchen Fußgängern, die dann auf solchen Wegen auch zu zweit nebeneinander laufen oder gehen. Das ja, finde ich dann auch nicht so toll. Also, wie gesagt, ne, 1,5 Meter ist eine verdammt große Länge. Ne, wir sind ja alle so im Schnitt zwischen irgendwo 1,60 Meter und 1,90 Meter groß. Und von daher, ne, 1,50 Meter bis 2 Meter soll man den Mindestabstand von mindestens 1,5 einhalten, besser 2 Meter. Gut. Draußen denken alle wahrscheinlich, sehen wir alles nicht so eng. Aber ja, ich fände es schon deutlich besser oder ich würde mich auch besser fühlen, wenn man da doch ein bisschen mehr drauf achtet. Ne? Also teilweise muss man wirklich an manchen Leuten sehr eng und sehr nah vorbei und manche radeln dann auch noch nebeneinander. Das muss auch nicht sein. Ja, hier sind jetzt schon die ersten Vorläufer. Hier kommt, glaube ich, auch wieder so ein Kanu-Sportverein oder Club gleich zur Rechten. In Essen-Kettwig ist auch wieder eine Bahnstation. Wie gesagt, man hat natürlich hier auch ganz gute
Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, vor allen Dingen mit der Bahn, wo man dann mal eben notfalls mit dem Fahrrad einsteigen kann und ein Stückchen zurückfahren kann, wenn man denn meint, okay, das klappt hier nicht. Von daher ist das jetzt auch nicht ganz so schlecht. Ja, hier sind jetzt wieder Straßen im Spiel. Da lasse ich dann immer mal das Video ein bisschen schneller laufen. Ja, da gibt es dann auch nicht wirklich viel zu sehen. Ab hier geht es dann wieder langsamer. Wir kommen nämlich jetzt hier. Ja, Essen-Kettwig hat übrigens auch eine kleine, nette, beschauliche Altstadt. Ja, hier steht man schon wieder Schlange, so wie vorhin bei Kickers in Werden. Aber hier geradeaus ist eine nicht unbedingt Eisdiele, aber die auch selbst Eis machen. Und da war die Schlange nicht so lang. Und da ist meine Frau rein und hat dann dort leckeres Eis gekauft. Ja, damit sind wir dann auch sehr zufrieden gewesen. Ja, hier ist übrigens auch eine schöne, tolle alte Steinbrücke. Wahrscheinlich war hier auch mal Mühlenbetrieb. Ihr könnt ja auf der Brücke mal nach rechts oder links schauen. Ist ein sehr schöner Ausblick. Ja, wir haben jetzt unser Eis auf der Bank gegessen. Hat lecker geschmeckt. Und wir radeln jetzt weiter Richtung Mülheim an der Ruhr. Genau. Auf jeden Fall ist der Uferradweg auch hier ganz toll und nah an der Ruhr, wie ihr seht. Man hat hier auch den schönen Blick auf die Ruhr, auf das Wasser. Ja, wie gesagt, ist ja klar, ne? Alles ehemalige Leinwege. Und deswegen, ja, sind halt diese Wege natürlich Gott sei Dank nutzbar gemacht worden, dass man die auch mit dem Fahrrad nutzen kann. Es gibt zum Beispiel auch Abschnitte, aber allerdings ganz kurze, die auch in Essen-Steele ist es, glaube ich, da gibt es auch ein ganz kurzes Stück. Da ist es ganz schön rappelig und ja, man hat da Pflastersteine noch, so wie der Leinweg wahrscheinlich noch von damals her war. Man kann da auch drüber radeln, aber ist nicht ganz so toll. Es gibt da auch extra eine Umfahrung. Da muss man dann ein kurzes Stück an der Straße lang fahren. Aber ich finde es für die historische Anschauungsbetrachtung finde ich es ganz nett, dass man das auch mal so gelassen hat. Ja, damit man so ein bisschen auch mal den Eindruck bekommt, wie es früher mal war. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Kilometer es jetzt von hier aus noch sind, bis Mülheim an der Ruhr. Ich habe übrigens mal hier noch eine Besonderheit eingeplant. Gut, wird für euch vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Besonderheit sein, aber früher sind wir immer auf dem Uferradweg bis hinter der B1-Brücke gefahren. Und da kommt dann witzigerweise ein Schild, dass man, also der Uferradweg geht eigentlich dann weiter, weil die Straße, die auch am Ufer, allerdings ein bisschen höher gelegen, dann weitergeht nach Mülheim rein und unterhalb von einer großen Stützmauer geht der Weg schon da durchgehend noch weiter. Allerdings, also dieser Leinpfad, allerdings ist er gesperrt für für die Fahrradfahrer. Und das ist natürlich nicht so schön und nicht so toll. Wir haben dann anhand des Schilds, da sind übrigens dann noch extra Stangen, damit die Radfahrer da dort nicht wirklich durchfahren können. Und in Betracht dessen, weil wir das kennen, habe ich da mal was anderes ausprobiert dieses Mal, um das Problem dem mal ein bisschen vorzubeugen. Außerdem wollte ich
auch die neue RS1 Radwegbrücke, die nun fertig ist für den Fahrradverkehr, also die ehemalige Bahntrasse, wollte ich mal nutzen und deswegen bin ich dann mal auf die linke Seite. Sonst sind wir eigentlich hier auf der rechten Seite geblieben bis Mülheim rein. Aber dieses Mal habe ich da ein bisschen was anderes geplant. Und wir werden dann vor der B1-Brücke werden wir dann rechts vom Leinpfad abbiegen und ein Stückchen auf der Straße, beziehungsweise da ist auch extra ein Radweg, also keine Panik, neben der Straße also quasi und dann über die Brücke und dann auf das linke Ruhrufer wechseln. Weil ich, wie gesagt, auf der linken Seite einfach mal weiterfahren wollte. Es gibt da nämlich auch, habe ich bei Komoot gesehen, ganz tolle grüne Radwege. Vor allen Dingen habe ich mir davon versprochen, dass dann da nicht ganz so viel Betrieb ist. Und wie gesagt, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil ich eben die neue Eisenbahnbrücke, die umgebaut ist, für den Radverkehr, für den RS1 nutzen zu wollen. Wollte ich einfach mal drüber radeln. Ja, wie ihr seht, hier ist jetzt gerade ein großes Viadukt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, das müsste die Autobahn 52 sein, wenn mich das nicht täuscht. Die A52, die von Düsseldorf, genau, von Düsseldorf nach Essen geht. Ja, so sieht das aus und verschandelt die Landschaft, sagen wir mal so, aus meiner Sicht. Die Berufspendler mögen es mir verzeihen. Klar, ist natürlich, jeder hat da so seinen Blickwinkel drauf. Und ja, ist schon ein bisschen schade, dass man mit so einem großen Bauwerk den tollen weiten Blick der Landschaft ein bisschen doch verschandelt. Aber gut, ne? Jede Münze hat zwei Seiten und deswegen, ja, ne, ist schon okay. Da sollen wir froh sein, dass es solche Autobahnverbindungen gibt. So, ich habe euch mal aus dem Internet von der Homepage www.gps-tour-info mal was rausgesucht. Kategorie Fahrradtouring, und zwar steht dort unter Ruhr, Essen, Mülheim. Diese Tour ist ein Klassiker. Wasser, Brücke, Auen und Natur pur. Von Kettwig geht es entlang der Ruhr Richtung Mülheim. Die Strecke wird unterwegs immer besser befahrbar, da einerseits der Publikumsverkehr abflaut, andererseits der Weg zwischen den Städten komplett erneuert wurde. Vor Mülheim wird der Leinpfad zu einem Fußgängerweg. Dort sollte, wenn nötig, Schritt gefahren oder auch mal geschoben werden, da der Pfad zwischen Mauer und Wasser sehr eng ist. Ja, jetzt mal mein Kommentar dazu. Wie gesagt, das ist genau der Grund, warum ich die Tour, die ich euch hier heute zeige, ein bisschen anders geführt habe. Wie gesagt, wir sind vor der B1-Brücke, kurz vor dem Wasserbahnhof Mülheim oder dem Wasserwerk, wie ihr das sehen wollt, sind wir, wie gesagt, haben wir die Seite, die Ruhrseite gewechselt. Man betrachtet ja immer die rechte und linke Uferseite entsprechend in Fließrichtung. So befinden wir uns jetzt aktuell hier auf der rechten Ruhrseite in Flussrichtung, flussabwärts, also quasi Richtung Rhein. Ja, und deswegen
Wie gesagt, haben wir eine Alternative gewählt, um genau dieses Teilstück, was hier gerade erwähnt worden ist, GPS, Bindestrich Tour Info, weil man steht dann plötzlich vor diesen Stangen, die den Weg da abriegeln, sodass also Fahrradfahrer nicht ungehindert geradeaus durchfahren können. Also ähnlich wie die Hindernissperren vor Straßen, wenn so Bahntrassen Straßen queren, um zu verhindern, dass eben die Radfahrer ungehindert auf die Straße rollen können und es dadurch zu Verkehrsunfällen kommt. Also so eine Art Absperrung findet sich dann dort auch. Und ja, wie gesagt, ihr müsstet dann eventuell schieben, um weiter an der Ruhr auf dem Leinpfad lang gehen zu können. Beziehungsweise, ja, wie gesagt, besser ist das Fahrrad zu schieben. Dementsprechend, wie gesagt, habe ich eine kleine Umfahrung ausgewählt, die in dem Stadtteil Mülheim-Menden ist. Übrigens könnt ihr da natürlich auch nutzen, um, sofern das Gasthaus auf hat, wenn ihr denn eine größere oder eine ähnliche Tour radeln wollt, könnt ihr das natürlich dann hier mitnutzen und dort vielleicht ein Häppchen essen oder was auch immer. Ja, Stadtteil Essen-Menden, also wie gesagt, das ist, wir biegen dann gleich rechts ab und zwar ist das an der Stelle des Forstbaches. Und genau hier fließt der Forstbach eben in die Ruhr. Ihr seht schon, das ist ein sehr enger, schmaler Weg und ist auch ausgewiesen nur als Fußgängerweg. Ja, wir haben natürlich unser Fahrrad geschoben. Gut, wir halten uns auch nicht immer unbedingt daran, aber hier ist natürlich ein bisschen, ihr seht ja, uns kommen hier Leute entgegen, die trotzdem, trotz des Schildes, auf dem Fahrrad fahren. Trotz Gegenverkehr und das zu Corona-Zeiten fanden wir nicht so prickelnd, aber gut. Ja, es gibt halt immer unbelehrbare Leute, genauso wie es Leute auf Mallorca gibt, die einfach feiern und sich weder an Mindestabstände halten, noch sonst irgendwelche Vorschriften. Ja, aber man kann ja so etwas nicht immer ganz vermeiden auf seiner Fahrradtour. Es gibt halt immer unverbesserliche Leute. Da muss man halt leider mit leben, auch wenn man in Corona-Zeiten. Ja, hier rechts war übrigens die besagte Gaststätte. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen schneller laufen lassen. Ihr seht, es gibt eine extra Fahrradspur. Jetzt mal aus O-Ton. An So dieser hört sich Kreuzung das links an. abbiegen auf Mendener Brücke B1. So hört sich das an mit den Motorrädern. Deshalb macht es einfach keinen Spaß in der Freizeit, selbst wenn es Fahrradwege neben der Fahrbahn gibt, einfach dort lang zu fahren. Ja, wir sind hinter dieser B1-Brücke dann abgebogen, rechts runter. Und dann gelangt man auch wieder auf den Uferweg, den es hier auch auf der linken Seite gibt. Leider geht der nicht durch von Essen-Kettwig bis hier bei Menden bzw. Mülheim an der Ruhr. Ja, er geht schon durch, aber eben nicht immer unmittelbar direkt an dem Fluss entlang, wie der Leinpfad auf der rechten Flussuferseite. Aber wie gesagt, dieses Mal hatte ich vor, einfach mal ein bisschen anders zu radeln, weil wollte jetzt auch nicht unbedingt am Wasserbahnhof in Mülheim, das ist ja relativ Zentrum, dort wo das Wasserkraftwerk ist, Entschuldigung, wo das Wasserkraftwerk ist und ja gut, da gibt es natürlich auch an dem Wasserkraftwerk, wo die Schleuse ist, gibt es natürlich einige nette Lokalitäten, ein Café, Frankies,
Frankies im Wasserbahnhof, so heißt das. Das ist ein großes Gartenlokal, sehr schön. Kann man auch schnell was essen, auch lecker Pommes mit Krautsalat und Würstchen oder Kaffee und Kuchen, was auch immer ihr möchtet. Wer es natürlich ein bisschen ruhiger mag, ne, und nur ein Käffchen trinken möchte, ich weiß gar nicht, ob es auch Kuchen dort gibt, das ist dann genau auf der anderen Seite vom Wasser, beziehungsweise von dem Wasserwerk, wenn man dort rüberfahren sollte oder von dort aus kommen sollte, dann ein Stückchen flussaufwärts, da auf dieser Langzunge, da ist Haus Ruhr Natur. Dort war zumindest auch immer ein Kaffee und es gab da Waffeln mit Kirschen. Also wer es dann ein bisschen ruhiger mag und vielleicht ein bisschen mehr Natur belassen, der ist da sicher besser aufgehoben, obwohl natürlich ist da auch immer ganz gut Betrieb. Gut, wir sind jetzt weiter auf dem Weg. Ja, ihr seht da hinten rechts im Vordergrund oder im Hintergrund, wie ihr es jetzt sehen wollt. Ihr könnt ja auch dahin schwenken. Das ist jetzt das Wehr Mülheim an der Ruhr, wo die Florabrücke ist. Und dort gabelt sich im Prinzip die Ruhr. Man hat dort wohl einen künstlichen Wasserweg angelegt, parallel zur Original-Ruhr-Flussbett. Ja, wie gesagt, der mündet dann oder verläuft dann eben in das Wasserwerk und rechts daneben in Flussrichtung eben die Schleuse, die da bei Frankies im Wasserbahnhof ist. Ja, wie gesagt, ich habe es vorgezogen, dieses Mal ein bisschen anders zu radeln. Wir sind jetzt hier vorbei, beziehungsweise zur linken Hand, könnten jetzt schon die, wie heißt das hier auf Google Maps, Sporting Mülheim, der Fitness- und Wellness-Club sein. Dort gab es, glaube ich, auch Kaffee to go angeboten. Und ja, ich war nah dran, das mal zu nutzen, aber gut, meine Frau wollte nicht und wir sind dann halt weiter geradelt. Ja, ihr seht, wir sind jetzt wieder an der Ruhr. Das ist jetzt eben dieser Alt-Ruhr-Arm, beziehungsweise ja, der ursprüngliche Ruhr-Arm. Ja, ich denke mal, da so ein großer Fluss, bevor der Mensch sich damit im Rahmen der Industrialisierung damit beschäftigt hat, die Flussläufe entsprechend zu begradigen, was ja mit dem Rhein sehr viel passiert ist. Sicher auch hier mit der Ruhr, aber es könnte sein, dass es tatsächlich noch ein bisschen original ist. Ja, jetzt kommen so ein paar Holzbrücken. Das fand ich also ganz toll und sehr angenehm, wie man hier die Fahrradwege bzw. auch die Fußgängerwege gelegt hat. Ist so ein bisschen parkähnlich alles, obwohl das hier in dem linken Flussuferbereich auch teilweise ein bisschen eng ist. Und zwar zur linken, nachdem wir hier über die B223 rüber sind, dort scheint wohl ein ehemaliger Steinbruch gewesen zu sein, also beziehungsweise ein Steinbruch gewesen zu sein, und zwar der Steinbruch Rauen. Der befindet sich dann jetzt quasi links von uns. Ja, das ist übrigens, glaube ich, hier dann auch der Stadtteil zur Linken von uns, Mülheim-Broich. Wir werden übrigens später auch noch bei dem Schloss Broich vorbeischauen, beziehungsweise vorbeikommen. Da sage ich aber dann gleich später nochmal was dazu. Ja, gut, wir sind jetzt hier auch, denke ich, wieder auf einer ehemaligen Bahntrasse. Also es gibt ja, wie gesagt, im Ruhrgebiet sehr viele davon. Und dies hier ist jetzt wieder auch ein kleines Teilstück einer ehemaligen Bahntrasse.
Man hat es umbenannt in Fossilienweg, aber ich sehe, wie gesagt, in Google Maps, ich bin ja, wie ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt, auch Eisenbahnfans in einigen Videos, auch an der Saar, die wir gemacht haben. Bei Konz, da stand eine schöne alte Dampflok auf dem Podest, sehr gut erhalten. Ja, da traue ich dann immer ein bisschen nach der guten alten Dampflokzeit. Okay, sicher auch einer meiner Jugendwünsche, mal Lokführer zu werden. Gut, Gott sei Dank bin ich froh, dass ich es nicht geworden bin. Ja, wir nähern uns jetzt immer weiter dem Schloss Broich. Ihr seht, ne, man kann hier wirklich, hier rechts seht ihr schon Schloss Broich. In 30 Das Schloss Metern Broich. geradeaus auf Fahrradweg. Das Schloss Broich befindet sich im gleichnamigen Stadtteil Broich, der Stadt Mülheim an der Ruhr, am Westufer der Ruhr, nahe der Innenstadt. Die Befestigungsanlage liegt an der historischen Ruhrfurt des alten Hellwegs und ist in Teilen der älteste erhaltene frühmittelalterliche Wehrbau der späten Karolingerzeit nördlich der Alpen. Ja, das Ja, die sieht doch St gut aus. Genau. Ja, mal wieder mein O-Ton. Wir haben nämlich jetzt hier die RS1-Trasse erreicht. Ihr seht, ganz toll mit Mittelstreifen. Der RS1 soll ja einmal ungefähr circa 100 Kilometer lang werden, wenn er denn fertig ist und verbindet, soll dann von Duisburg bis nach Hamm verlaufen. Ja, und das hier ist jetzt schon was habe ich da gelesen, 12,5 Kilometer, also schlagt mich jetzt nicht tot. Kilometer langes Teilstück ist schon fertig. Ja, wir sind jetzt hier über die Ruhr, direkt über die alte Brücke, Eisenbahnbrücke, die über die Ruhr verläuft. Sie ist fertig. Also wie gesagt, Jetzt dieses geradeaus auf Teilstück. Radschnellweg RS1. Ja, ihr habt es gehört. Mein Komoot-Navi hat es bestätigt. Ja, und wie gesagt, das Teilstück hier, das verbindet die Uni in Mülheim mit der Uni in Essen. Das finde ich ganz toll. Also so können da die beiden Universitäten ja miteinander sehr eng verbunden sind und auch wohl zu einer Uni irgendwie zusammengehören, können dann die Studenten zumindest, wenn es nicht gerade im Winter ist, natürlich hier ganz toll zwischen den beiden Unis hin und her pendeln. Ich denke mal, dass natürlich auch die Ansiedlung oder das Wohnen der Studenten natürlich rechts und links der RS1-Weges sehr gefragt ist. Und der Vorteil ist, parallel verläuft ja auch teilweise hier noch die Eisenbahn. Also der Bahnhof Mülheim Hauptbahnhof, der ist ja hier zur Linken. Seht ihr gerade, da steht ein Zug. Und auch in Essen Mitte, da ist ja auch die Uni. Also selbst im Winter, wenn es denn ein bisschen zu ungemütlich sein sollte, dann können die Studenten natürlich hier ganz prima auch mit dem Zug ganz günstig und schnell pendeln. Aber schöner und gesünder ist es natürlich mit dem Fahrrad. Ich merke das ja auch immer wieder, auch wenn ich ein Pedelec berade. Gut, ihr müsst natürlich, oder ich habe es glaube ich schon öfters in meinen Fahrradvideos gesagt, gesundheitlich ist das bei mir so ein bisschen eingeschränkt. Deswegen früher sind wir, meine Frau und ich, mit Falträdern auch teilweise unterwegs gewesen. Von Riese und Müller, da haben wir dann auch mit dem Auto einen größeren Aktionsradius genutzt, weil die Dinger kann man sehr gut im Kofferraum verstauen. Und man kann natürlich dann entsprechend auf der Autobahn schneller fahren. Jetzt mit den Pedelecs sind wir natürlich immer hinten auf der Anhängerkupplung mit dem Fahrradständer bzw. Fahrradträger unterwegs. Und ihr wisst ja auch, damit sollte man natürlich auf der Autobahn,
nicht viel schneller als 130 Kilometer fahren pro Stunde. Ja, und deswegen ist unser Aktionsradius zum einen ein bisschen eingeschränkt, so um die 100 Kilometer, und zum anderen natürlich auch, wie gesagt, durch das andere Hobby meiner Frau, sich doch im Tierheim zu engagieren. Ja, wir machen ja ganz gerne dann an Wochenenden Ausflüge, samstags oder sonntags, und radeln dann schöne Radtouren, natürlich dann wie hier auf so einer schönen Naturstrecke mit sehr viel Grün, mit sehr viel Bäumen, die auch Schatten spenden. Gut, der RS1 ist natürlich hier auch in Teilabschnitten ein bisschen sonniger, aber das ist alles noch okay, und ich denke, das wird sich sicher auch noch im Laufe der Zeit ein bisschen ändern. Ihr seht ja links, da ist ein Grünstreifen, da werden sicher auch noch Büsche und Sträucher wachsen, und ich denke mal, in einigen Jahren sieht das wieder ganz anders aus. Ja, ich habe schon noch eine andere schöne Tour geplant, auch im Rundkurs, habe ich mir gerade in Komoot schon mal ein bisschen angeschaut, die dann hier den RS1 gerne nutzen würde, wenn er denn fertig wäre zwischen Mülheim und Duisburg. Das soll ja noch kommen. Entschuldigung. Und zwar endet ja aktuell die Strecke an der Uni, hier Hochschule Ruhr. Das ist ja an der Duisburger Straße und soll dann in Richtung Westen weiter verlaufen bis Duisburg. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie und wo, wie weit. Ich glaube sogar noch teilweise über den Rhein, aber wie gesagt, schlagt mich jetzt nicht tot dafür, wenn es nicht stimmen sollte. Aber man darf ja nicht vergessen, es gibt ja in Duisburg genau an dieser Strecke dann auch schon den schönen Park hier, den großen Wald in Duisburg. Und zwar befindet sich das dann auch schon hier, sehe ich gerade auf Google Maps, das ist Neudorf Nord, und da gibt es ja auch die Universität Duisburg Essen, also die gehört ja auch mit zu. Und deswegen denke ich mal, wird man das da auch anbieten. Ja, hier an der Stelle biegen wir jetzt ab auf den Gruger Radweg. Das ist so kurz vor Essen-Frohnhausen, also wie gesagt, man kann den Ruhrradweg, wo wir gerade abgebogen sind, natürlich noch weiter geradeaus fahren, gelangt man, wie gesagt, zur Universität Essen. Und das befindet sich dann auch ziemlich im Zentrum von Essen, wer es denn mag und sich Essen in der Fußgängerzone umschauen möchte, kann das gerne tun. Ja, hier, wie gesagt, direkt ein Straßenübergang, also Vorsicht. Ja, was wollte ich noch sagen? Wie gesagt, vorhin war ich stehen geblieben, Neudorf Nord. Ja, dort sehe ich gerade in Google Maps, befindet sich an der A3 die Universität Duisburg-Essen oder Teile davon. Und auch der Zoo ist ja dann nicht sehr weit weg von der Universität. Das ist dann vielleicht roundabout, ich guck gerade mal, knapp einen Kilometer in Richtung Norden. Und ja, befindet sich da so quasi alles so ein Stückchen, ein kurzes Stückchen südlich vom Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg. Dürfte sicher bekannt sein, wo die A40 und die A3 zusammentreffen. Und ja, wie gesagt, von dort aus erstreckt sich ein großes, langes Waldgebiet. Das geht dann bis nach Ratingen runter. Und das ist sehr schön. Wir sind dort auch schon mal öfters lang geradelt.
leider immer nur von Norden nach Süden oder beziehungsweise in beiden Richtungen hin und auch zurück. Das erstreckt sich da so circa 15 Kilometer lang, habe ich gerade vermessen hier in Google Maps. Und wie gesagt, ich habe da schon eine Sache geplant, um da nicht immer von Ratingen aus durch den Wald Richtung Norden und wieder zurück radeln zu müssen. Werde ich da mal dieses Jahr einen schönen Rundkurs planen. Ja, ich denke mal, natürlich, wenn die Tour schön ist, und dann werde ich die natürlich hier auch entsprechend zeigen. Ja, wir nähern uns jetzt hier auf der Grugerbahntrasse nachher dem Ortsteil beziehungsweise in Essen einer kleinen schönen Sehenswürdigkeit. Die möchte ich euch auch gerne mal ans Herz legen. Das ist eine Siedlung in Essen. Ich muss gerade mal gucken, dass ich jetzt nichts Falsches sage, damit ihr die... Genau, das ist die Margaretenhöhe. Das ist eine sehr interessante Siedlung, da meine Frau aus Essen kommt, dort viele Jahre gewohnt hat. Haben wir uns die Margaretenhöhe natürlich auch mal angeschaut. Ist sehr schön gemacht. Ja, hier an diesem Brückenviadukt könnt ihr dann die Rampen nutzen. Ihr seht schon, ist auch eine sehr schöne, tolle Brücke. Nicht einfach irgendeine Betonbrücke oder Stahlkonstruktion. Ja, das ist der Marktplatz in der Margaretenhöhe. Übrigens, das Gebäude hinter mir sieht genauso aus wie das vor mir. Ja, das fand ich hier mal ganz witzig. Eine Apotheke. So schön und verträumt mit Efeu oder was auch immer kann das aussehen. Ja, die Margaretenhöhe, so steht es in Wikipedia. Ich lese euch da mal ein Stückchen vor. Die Margaretenhöhe ist ein südlicher Stadtteil der Stadt Essen, dessen Kern bildet die Siedlung Margaretenhöhe, die als erste deutsche Gartenstadt gilt. Die 115 Hektar große, von der Margarete Krupp Stiftung verwaltete Siedlung gilt als Beispiel für menschenfreundliches Wohnen. Sie verfügt in 935 Gebäuden über 3.092 Wohneinheiten. 50 Hektar der Siedlungsfläche sind als unbebaubares Waldland festgelegt. Ja, ihr seht schon daran, an dieser kurzen Beschreibung aus Wikipedia, dass, ja, ich meine, meine Frau hätte gesagt, dass die eben diese Krupp-Siedlung, wie gerade in Wikipedia stand, Stiftung wohl eine Arbeitersiedlung war, weil eben viele Menschen bei so großen Arbeitgebern wie Krupp Stahl halt gearbeitet haben und natürlich solche Arbeitgeber auch irgendwie verpflichtet sahen, Wohnungen zu bauen für ihre Arbeitnehmer. Übrigens, ja, dieser Kruger bzw. alte Bahntrassenradweg geht bis zum Kruger Park eigentlich immer bergauf von Essen-Frohnhausen aus. Aber wie gesagt, das ist alles relativ gut zu bewältigen. Ihr wisst ja, Bahntrassen haben keine sehr großen Steigungen und wie gesagt, in der Summe, das ist ja den alten Dampflokomotiven geschuldet, die früher ja nicht so viel PS hatten. Ja, hier rechts seht ihr diese Säule, diese rote. Wir sind schon hier am Kruger Park angekommen. Das ist eigentlich auch schon der vom Streckenverlauf der Streckenhöhepunkt. Und jetzt muss ich mal gerade nachschauen. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen schwierig. Ich guck gerade mal, ob ich es finde.
Also es müssten so roundabout 86, 87 Höhenmeter sein. Ich schaue mal gerade bei Komoot nach. Also so in dem Dreh auf jeden Fall wird sich das belaufen. Ah, nee, ich sehe gerade auf der Karte, Entschuldigung, ich habe euch was Falsches erzählt. Also es müssten so 107 Meter sein. Jo. Und das ist dann auch so der Streckenhöhepunkt. Weil ich habe gerade noch einen anderen Puckel gesehen. Ja, es geht dann nämlich, glaube ich, bei der Margaretenhöhe oder irgendwo dazwischen geht es nochmal ein bisschen bergab und dann geht es wieder bergauf. Ich glaube, das war bei Essen-Frohnhausen, genau. Ja, und ja, man ist eigentlich jetzt hier auch nicht sonderlich weit weg vom Stadtzentrum. Und man könnte also dann auch hier sich durchschlängeln, geeignete Radwege suchen, um wiederum auch weiter die Wohngegenden hier zu erreichen, die eben dann hier am Zentrum sind. Übrigens geht der Weg auch vorbei oder ist vorbeigekommen an dem Klinikum, Universitätsklinikum Essen. Also auch das kann man mit dem Fahrrad relativ gut erreichen. Ja, das Universitätsklinikum liegt ja fast, sehe ich gerade auf Komoot, fast gegenüber auf der anderen Seite des Bahntrassenradweges. Ja, ein Besuch im Essener Gogapark, wer es möchte. Es gibt da auch ein Eisenbähnle, so eine Art Parkeisenbahn. Leider nicht wie in irgendwo im Osten. Osten Deutschlands, ehemalige DDR, da gibt es natürlich sogar, ich glaube auch im Süden, in Bayern irgendwo, da gibt es tatsächlich dann auch echte Dampflokomotive, die durch solche Parkanlagen gefahren werden, haben natürlich dann sicher bestimmt nur bestimmte Tage, an denen dann eben, wie gesagt, solch ein Dampfbetrieb stattfindet. Ja, schade, gibt es halt hier im Gruger Park leider nicht. Also ihr seht, auf diesem Rundkurs gibt es doch einiges sehr Schönes, was man durchaus auch direkt neben dem Radweg erkunden kann, wenn man möchte, mit der Familie, mit den Kindern. Geradeaus auf Zornige Ameise. Ja, jetzt sind wir hier unten bei Essen-Rillinghausen, so heißt dieser Stadtteil. Wir sind also jetzt wieder kurz vor der Ruhr und müssen jetzt hier mal wieder, deswegen habe ich schneller laufen lassen. 1,6 Kilometer. Ja, ihr seht, linke Hand befindet sich schon wieder die Ruhr. Wir haben es geschafft, denn diese alte Bahntrasse, die verläuft natürlich hier noch ein Stückchen weiter an der Ruhr entlang, aber in die andere Richtung von uns aus gesehen, im Rücken. Und ja, wir radeln jetzt hier unsere letzten paar Kilometer entlang der Ruhr durch die Haisinger Aue, um dann wieder zu unserem Ausgangspunkt zu gelangen in Essen Kupferdreh. Ja, es geht hier dann natürlich noch entlang hier durch das Naturschutzgebiet Haisinger Ruhraue. Dort sind wir jetzt hier unterwegs. Das liegt jetzt alles hier so ein bisschen rechts von uns.
Da gibt es natürlich jetzt logischerweise dann auch ein bisschen wenige Wege durch. Ist ja auch nicht so sonderlich breit, dieses Naturschutzgebiet, aber ja, wie gesagt, man radelt hier jetzt links von uns ist die Ruhr. Später sind hier noch so ein paar Altarme oder eben Auenarme, so wie das wohl früher mal war. Wie gesagt, ich sagte ja vorhin schon, bevor der Mensch sich eingemischt hat im Rahmen der Industrialisierung und angefangen hat oder begonnen hat, natürlich Flüsse zu begradigen, um sie schiffbar zu machen, scheint hier dann doch noch, wie gesagt, ein bisschen ein Rest der ursprünglichen Auenlandschaft erhalten geblieben zu sein. Das ist natürlich für uns, ihr seht ja, sehr schön, viel Bäume, viel Natur, tolle Radwege durch diese Natur. Ist eben dann auch schön, dass es für uns nutzbar gemacht wurde. Ja, hat natürlich auch ein bisschen, wie gesagt, Beigeschmäckle, ne? Natürlich ist es natürlich für die Vogelwelt und für die Tierwelt allgemein, für die wilden, natürlich frei lebenden Vögel und anderen Tieren natürlich dann nicht so interessant. Denn wenn da Menschen durchradeln und durchlaufen, fühlen sie sich natürlich öfters gestört. Es gibt natürlich einige Vogelarten, die man dann sieht, vor allen Dingen die Wasservögel, die da ein bisschen schmerzfreier sind. Aber ja gut, Rotwild wird es jetzt hier nicht so durchtappern und Wasserbüffel wird es hier auch nicht geben. Aber gut, so ist es halt. Ja, ihr seht, es gibt... heute habe ich aber auch einen Frosch im Hals. Ihr seht, es gibt natürlich auch mal wieder ein bisschen offenere Stellen, die sehr schön sind, um mal wieder den Blick in die Landschaft freizugeben. Ja, hier natürlich mal, ihr seht, eine Familie, die auch diese Radwege nutzt. Ja, Nachteil ist, dass man manchmal schlecht dran vorbeikommt. Deswegen muss ich dann doch mal den Rasen rechts benutzen. Aber gut, das ist ja jetzt auch nicht so tragisch, solange man dann eben ausweichen kann. Und eine schöne, nette Familie mit Kindern. Ich sag ja, dieser Ruhrweg hier entlang auf der rechten Seite, der ist ganz toll. Den kann man also wirklich zwischen Essen bis nach runter nach Mülheim mit der Family ganz toll nutzen. Und zurück kann man dann durchaus auch mal mit dem Zug fahren. Wobei, ich muss ja sagen, ich finde die Bahnpreise ja nicht wirklich günstig, zumal auch in NRW muss man dann auch immer wieder noch zusätzlich ein sogenanntes Fahrradticket buchen. Ja, wir haben unser Kaffee bzw. einen Kuchen mitgenommen und den wollten wir dann doch noch, bevor wir wieder an unserem Ausgangsort sind, nochmal eben dann doch genießen. Hier dieses schöne Mäuerchen. Dort haben wir uns dann hingesetzt und unseren Kuchen gegessen. Denn bevor er dann in der Satteltasche Matsche wird und wir den dann an unserem Ausgangsstandort zum guten Schluss noch konsumieren oder essen wollen, müssen, tun, haben wir gedacht, hier ist nochmal ein schönes Plätzchen. Ja, weil so viele, sagen wir mal, etwas zurück nach hinten versetzte schöne Bänke, die einem, ja, wir sitzen nicht so gerne direkt am Hauptradweg, auf dem Leinweg oder auch in Bahntrassen, wo alle naselang Leute vorbeikommen, die vielleicht möglicherweise Coronaviren ausatmen und, wie gesagt... Das war noch ein schönes Plätzchen, die letzte Gelegenheit. Ja, hier hat man übrigens nochmal den Weg verbessert für die Radfahrer. Finde ich ganz toll, dass man das hier noch dabei ist zu verbessern. Also es geht immer noch ein Stückchen, ist aber auch eine etwas blöde Stelle hier.
Das ist so dieser Abzweig der Kampmannbrücke oder Kampmannsbrücke, so da, die E-Strichelchen, weiß ich nicht, ob ich die jetzt nur rein interpretiert habe. Ja, ich habe euch hier mal den O-Ton gelassen. Ja, ihr seht, das Stückchen hat man hier ganz gut gemacht. Kurz davor war es noch sehr holprig. Ich weiß nicht, ob man die Oberfläche da noch besser machen wird. In 120 Metern an der Kreuzung leicht rechts abbiegen auf Stauseebogen. Ja, auf den Stauseebogen. Das also dann noch ein Stückchen Straße. Hier kann man jetzt ganz gut auch mit Insel die Straße überqueren, um dorthin zu gelangen, dort wo das Navi gerade gesagt hat. Ja, ich hätte vielleicht an der Kreuzung leicht rechts abbiegen auf Stauseebogen. Genau, hier an dieser Stelle hätte ich vielleicht hier rechts. An dieser Kreuzung leicht rechts abbiegen auf Stauseebogen. Hätte ich da rechts den Radweg vielleicht nutzen sollen. Ich zeige euch vielleicht auch gleich die Stelle, wo man dann wahrscheinlich auskommt. Denn hier muss man jetzt wieder an der Straße lang radeln. Ich glaube, da links vorhin wird wohl später. Folge dem Weg 800 Meter. Später der Radweg weiter verlaufen. Ja, gut, jetzt hier an einem Sonntag ist das jetzt alles nicht so besonders kritisch. Ne? Ihr seht, hier sind viele Radler unterwegs. Aber ich würde jetzt hier nicht unbedingt werktags herfahren. Von montags bis freitags ist hier sicher viel mehr Verkehr. Ja, hier an dieser Stelle, deswegen habe ich es wieder langsamer laufen lassen, wäre ich wahrscheinlich rausgekommen, hätte ich den Radweg vorhin genutzt. Aber ihr seht ja auch, ab hier ist immer noch ein Stückchen Straße. Und ich lasse hier auch mal wieder original langsam laufen. Ja, man muss hier wirklich die Straße nach links queren. Und man sollte natürlich den Verkehr wirklich gut im Blick haben. Nicht nur den, der von vorne kommt, sondern auch von hinten. Und ruhig auch mal den Kopf drehen, um ganz sicher zu sein, dass von hinten kein Auto kommt. Wir fahren ja deswegen immer mit Außenspiegel. Und ja, wie gesagt, meine Erkrankung gesundheitlicher Art wirkt sich eben auch so aus, dass ich eben ein bisschen so eine Art rheumatische Beschwerden habe und auch nicht so gut den Kopf drehen kann. Gut, hier sind wir jetzt angekommen, was ich ganz am Anfang des Films erwähnt hatte, die Brücke hier, die Brücke über den Kwai. Ja, ich fand das so gut. Ich habe mal irgendwo einen Film gesehen, die Brücke über den Kwai, ich weiß nicht mehr. Es war irgendwie so ein Bericht über Krieg und tralala. Die hat ja damals eine wichtige Rolle im letzten Weltkrieg gespielt. In Thailand ist das, glaube ich. Und den Weg 250 Meter. Ja, wie gesagt, wir sind da ausgekommen, wo ich am Anfang sagte, auf dem Hinweg von hier rechts kommen wir wieder zurück. Ihr seht, ne, es ist sehr, sehr viel Betrieb. Natürlich sonntags, unter der Woche dürfte das besser oder schöner sein. Zu genießen würde ich auch gerne machen, lieber mal unter der Woche zu radeln. Aber tja, da meine Frau noch berufstätig ist und noch nicht in Rente ist, so wie ich, müssen wir das eben noch sonntags tun. Was natürlich auch die Realität für die Sonntags-Tagesausflügler widerspiegelt. Also, wenn ihr das unter der Woche radelt oder radeln könnt, oder es gibt ja hier auch Kollegen, wo ich auch schon mal öfters mehr auf YouTube. Alle seien übrigens gegrüßt. Alle seien übrigens bei der Gelegenheit noch gegrüßt, weil ich habe ja auch einige Abos bei den anderen Kollegen. Wie ihr seht, es ist sehr viel los bei so viel schönem Wetter an diesem Sonntag. Ja, ich möchte mich schon mal langsam verabschieden an dieser Stelle. Wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachradeln. Und sage mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.